Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Dieses Mal erschreckend. So gut sind Open Source KI Bildgeneratoren. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Ja, gucken wir mal rein. Damals, heute und Zukunft. Also ich habe ja schon so ein paar Videos zu dem Thema gemacht, Bildgeneratoren. Das ist auch was, was ich selbst gerne verwende, um Dinge zu illustrieren. Also wie hier dieser lustige Pinguin da auf der Seite da eingeblendet ist. Der ist einfach schmückendes Beiwerk, sieht hübsch bunt aus und das fällt aus so einem KI-Bildgenerator. Ich habe am 13.02.2023 ein Video rausgebracht und dabei ging es um das Raten von Städten, von Hauptstädten. Damals habe ich verschiedene Städte generieren lassen. Ich habe gesagt, hier, mache mir eine Stadttour, Bilder von einer Stadttour von der Stadt XY, also was wie Brüssel oder Paris oder so. Und dann hat dieses damalige Stable Diffusion Netz Bilder dazu generiert, die mehr oder weniger markant waren. Also das ist ein Video, was ich damals gemacht habe. Damals ist jetzt nicht so lange her, aber in der Geschwindigkeit, in der sich das Ganze jetzt weiterentwickelt, ist es schon irgendwie damals. Könnt ihr euch gerne angucken. Verlinkt ist es immer überall, wo so blau ist und wo, wenn ich mit der Maus drüber gehe, das so ein bisschen kursiv gestellt wird. Das Ganze ist verlinkt in den Folien, die ihr jetzt seht, und der Link zu den Folien befindet sich unten in der Videobeschreibung. Hat sich noch ein bisschen geändert, wie die Auflösung damals war. Damals wurde dieses Netz oder davon abgeleitete Netze oder neue Netze mit Bildern trainiert, die 512x512 Pixel groß waren. Ist nicht wirklich viel. Und wenn man jetzt größere Motive machen wollte, dann hatte man häufig Wiederholungen oder Fehler in den Bildern drin, weil das damit überhaupt nicht trainiert war. Heute, Stable Diffusion XL wurde mit 1024x1024 großen Bildern trainiert. Das ist viel beeindruckender. Und diese ganzen Bilder, die ihr jetzt immer an der Seite seht und die wir uns nachher auch nochmal zusammen angucken, damit wir uns einfach mal anschauen können, was da im Moment möglich ist, wird ja immer alles besser, ist das so ein bisschen Effekthascherei. Ja, also es geht eine ganze Menge. Dann im selben Jahr, also letztes Jahr, am 19.09. habe ich wiederum dieses Video gemacht. Davon gibt es zwei Varianten schon, wo ich dann immer ein bisschen aktualisiert habe. Und da geht es dann um Bildgeneratoren, wie man die einrichtet, also installiert und so weiter und so fort. Das Ganze auf Basis von Stable Diffusion Web UI. Ist so eine Web-Oberfläche, wie der Name sagt, wo man Bilder mit generieren kann, wo man vieles machen kann. Und da drin in dem Video ist auch ein bisschen KI-Geschichte, denn so neu ist das alles gar nicht. Denn die Grundlagen sind schon relativ alt. Was sich aber geändert hat, ist die Rechenkapazität, die wir zur Verfügung haben. Ansonsten funktioniert das alles nicht, weil man sehr viel Rechenleistung dafür braucht. Was sich auch geändert hat von damals, also letztes Jahr, bis heute, ungefähr von vor 2 Wochen, jetzt kommt wieder was Neues, ist aber die Zukunft, wie gut die Ergebnisse waren. Also Bilder, die rausgefallen sind, da habe ich damals eine Regel, also 100 Bilder generiere ich immer, wenn ich so einen Satz haben möchte, um das für irgendwas zu verwerten. Dann waren 5 Bilder so ganz okay und 3 davon waren wirklich gut. Bezieht sich auf dieses erste Stable Diffusion. Dann kam Stable Diffusion XL, also heute. Da mache ich das häufig auch, dass ich mir noch 100 Bilder generieren lasse. Aber da sind schon 50 eigentlich ziemlich gut und 30 davon sind sehr gut. Ist natürlich immer abhängig von dem, was man generieren möchte. Einige Dinge lassen sich gut generieren, das sieht super aus. Und da sind vielleicht so kleinere Fehler drin. Aber es ist in der Menge deutlich besser. Also das hier ist eher so ein gefühlter Wert.
50 sind gut und 30 sehr gut. Es gibt auch Motive, die so überhaupt nicht gehen. Dann die Zukunft, die jetzt schon so ein bisschen angefangen hat. Es gibt schon Stable, die Fusion 3.0. Das Basisnetz ist verfügbar, allerdings unter einer Lizenz, die für Forschung eigentlich gedacht ist, womit man nicht kommerziell irgendwelche Sachen entwerfen darf, also keine Bilder generieren darf, um die irgendwie zu verwerten. Es sei denn, man kauft eine kommerzielle Lizenz, um dieses Basismodell verwenden zu können. In der Zukunft wird es aber wahrscheinlich wieder haufenweise freie Netze geben, die mit speziellen Dingen trainiert sind, die ich auch verwende. Also dieses Basismodell von Stable Diffusion XL, das habe ich mir am Anfang einmal angeguckt, als das frisch rausgekommen ist, war sehr beeindruckend. Aber es gab denn sehr schnell deutlich bessere Netze, die bessere Ergebnisse bringen. Und bei der Zukunft muss man gucken, wie es dann ist, ob ich noch 100 Bilder generieren muss, um wirklich hier was Ordentliches zu kriegen, wie viel davon gut sind und wie viel sehr gut sind. Die grundlegenden Probleme sind eigentlich immer noch da, aber sie treten weniger häufig auf. Also es ist deutlich besser geworden, auch bei höheren Auflösungen. Die Ausbeute ist einfach größer im Gegensatz zu dem Abfall, den man wegschmeißt. Problematisch ist weiterhin noch die Anzahl von Objekten. Also zum Beispiel, ich möchte eine Blume, wirklich nur eine und ein ganzes Blumenbeet haben. Ist Glückssache. Wenn man sowas haben will, kann es schwierig werden. Genauso wie Ortsangaben. Ich möchte eine Zimmerpflanze in der Ecke haben. Ist auch eher Glückssache. Objekttrennung ist besser geworden. Also sowas wie ineinander fließende Arme oder andere Objekte. Das sieht so ein bisschen gruselig aus. Da gibt es für Stable Diffusion 3.0 auch schon so Bilder, wo es komplett daneben gegangen ist. Also das ist ein grundsätzliches Problem. Dann Extremitäten, die Anzahl der Finger, naja, also üblicherweise über 5 ist pro Hand normal, ist nicht schön, aber das kommt häufig vor. Gesichter mehr oder weniger gut, aber es gibt Korrekturnetze, die das Ganze wieder so ein bisschen glatt ziehen. Das kann aber auch wieder zu neuen Artefakten führen. Dann haben wir auch lose oder fliegende Objekte, die einfach nicht dort sind, wo sie hingehören. Also Dinge, die vielleicht in der Hand gehalten werden sollen, die schweben irgendwie rum. Also schwarze Magie oder so. Und dann gibt es natürlich noch solche Sachen wie nicht generierbare Objekte, die vielleicht gar nicht in den Trainingsbildern drin waren. Also dieses Netz weiß nicht, wie es aussehen soll und generiert irgendwas. Und bei relativ schwierigen Szenen kommt teilweise auch Matsch raus. Also rechts ist so ein Beispiel dafür. Ich wollte, dass ein Pinguin mit so einem Paragliding-Fallschirm irgendwie was im Urlaub macht. Der linke von den Pinguinen ist schon so okay. Also ist irgendwie komisch, dass diese Träger am Kopf festsitzen. Eigentlich müssten die ja unter den Flügeln festsitzen. Das hat nicht funktioniert. Aber rechts in der Luft daneben ist so eine pinguinartige Gestalt, so ein Matsch ohne diesen Fallschirm, ohne diesen Gleitschirm da dran. Das ist das, was ich so als Matsch bezeichne. Das kommt auch vor bei schwierigen Motiven. Ja, da braucht man sehr viele Durchgänge, bis irgendwann was rausfällt, was ganz ordentlich aussieht. Ein grundsätzliches Problem, was sich dadurch ergibt, dass sehr viele bereits generierte Inhalte im Netz sind und diese Trainingsdaten, womit man Netze trainiert, die basieren aus Bildern aus dem Internet. Also in diesen Trainingsdatensätzen kommen immer mehr generierte Inhalte, die schon durch ein Netzwerk generiert wurden. Und von daher werden diese Netze mit Netzen trainiert und die degenerieren. Also die werden schlechter. Also es schleichen sich Fehler ein, die erst ganz klein sind, aber die summieren sich durch dieses ständige Wiederholen von Training. Generieren mit dem neu trainierten Netz, fallen dann neue Bilder raus, die dann wieder ins Trainingsmaterial einfließen, üblicherweise ja unbeabsichtigt.
Und so dreht sich das immer weiter, so werden diese Dinger immer schlechter. Man kann das teilweise ganz gut sehen bei Hautpartien. Auf der linken Seite habe ich mal so einen Ausschnitt genommen. Der ist so eine Art Wirbel auf der Stirn. Sieht irgendwie so ein bisschen unnatürlich aus. Und auf dem rechten Bild mit der Stirn, das sieht schon ziemlich unnatürlich aus. Und solche Artefakte, die kommen immer häufiger vor. Also, dass dort Muster zu sehen sind oder hier, ja, ich habe mal gesagt, Wirbel oder so ein bisschen, es sieht aus wie geschmolzenes Wachs, also es soll so nicht sein. Und das ist ein Hinweis darauf, dass dort mit generierten Bildern weitergemacht wurde. Wenn ihr jetzt schon ein Stable Diffusion Web UI installiert habt, dann möchtet ihr das vielleicht hin und wieder mal aktualisieren. Ich habe es probiert, über ein Git Pull zu aktualisieren. Das hat nicht so ganz geklappt. Von daher, mein Vorgehen ist jetzt, indem ich das alte Verzeichnis einmal umbenenne. Dann mache ich eine Neuinstallation hier drüber. Also ich lade ein Skript runter, was man offiziell bekommt. Und dann mache ich eine Neuinstallation in einem neuen Verzeichnis. Und dann kopiere ich oder vielmehr ich verschiebe aus meinem alten umbenannten Verzeichnis unter anderem diese Dateien und Verzeichnisse in das neue rein, an die richtigen Stellen natürlich. Und wenn ihr jetzt zusätzliche Änderungen gemacht habt, dann müsst ihr die auch noch irgendwie da verschieben. Und hinterher könnt ihr es dann wiederum starten, wobei sich hin und wieder so ein paar Änderungen ergeben. Bei dem Startskript, also dieses webui.sh, da hatte ich vorher diese Parameter mit angegeben im vorigen Video, damit diese XFormers-Bibliothek verwendet wird, damit geht das schneller und mit VRAM wird der Bedarf an Grafikkartenspeicher reduziert. Also wenn man so eine medium-große Grafikkarte hat mit, ja, also ich habe jetzt eine mit 8 GB RAM drauf. Das gilt vielleicht für 4 bis 8. Es gibt auch noch Low VRAM für welche, die drunter liegen, damit das anders optimiert wird. Dann wird es langsamer, aber es funktioniert wohl immer noch irgendwie. Der neue Parameter, den ich dazu packen musste, ist Disable Safe Unpickle. Es gibt jetzt da eine Überprüfung, ob die Netze sicher sind. Aber mit Netzen, die ich selbst gebaut habe, aus zwei anderen, das kann man nämlich auch. Man kann Netze zusammenführen, um hoffentlich die Eigenschaften von beiden Netzen in einem neuen zu vereinen. Da muss man diesen Parameter setzen, damit diese Netze überhaupt noch ladbar sind. Ansonsten klappt das nicht. Also, falls ihr selbst gemergte Netze habt, müsst ihr höchstwahrscheinlich dieses Disable Safe Unpickle setzen. Was bei mir jetzt auch nicht funktioniert hat, nachdem ich das neu installiert und meine Netze und sonst was mit übernommen habe aus der vorherigen Installation. Da hatte ich Python-Fehler, dass irgendwelche Pakete nicht automatisch installiert werden konnten. Das sieht denn so aus. Es soll diese Abhängigkeit TIM installiert werden und die Versionsnummer soll kleiner oder gleich 095 sein und da fällt das auseinander beim Parsen. Ja, also von daher, wenn ihr sowas seht beim Hochstarten, dann könnt ihr das so machen. Einmal in die virtuelle Python-Umgebung reingehen, die aktivieren und dann das entsprechende Modul installieren über ja, pip3, das ist der Paketmanager dafür, und über Prefer Binary schon sowas Vorkompiliertes mitnehmen. Denn Teile von diesen Abhängigkeiten, diesen Bibliotheken oder was auch immer das ist, sind in C oder C++ geschrieben und die werden vielleicht noch auf eurem System kompiliert und dadurch wird eher die bereits kompilierte Variante installiert. Das geht einfach schneller beim Installieren. Wenn ihr eure ganzen Pakete installiert habt, die durch Fehlermeldungen aufgetaucht sind, dann macht ihr hinterher noch Deactivate und dann seid ihr aus dieser virtuellen Umgebung wieder raus. Fehlt übrigens ein R. Nachdem wir jetzt alles wunderbar aktualisiert haben und alles wieder so läuft, wie man es haben will, bloß mit der neueren Version, brauchen wir natürlich noch eine Beschreibung von dem, was wir generiert haben möchten. Also in einem Text
beschreiben wir, was in einer Szene vorkommen soll oder was auch nicht drin vorkommen soll. Das nennt sich Prompts. Und das ist so eine Stichwortliste, das können auch ganze Sätze sein. Und man legt in einem Negativprompt fest, was man nicht drin haben möchte. Das ist aber so eine Art Empfehlung an das Netz. Ob das wirklich berücksichtigt, kommt immer darauf an. Da ist eine Menge Zufall mit drin. Kann funktionieren, kann nicht funktionieren. Und da habe ich hier so einen Satz von verschiedenen Worten, Stichworten, die ich mir mal so zusammenkopiert habe, was so ein bisschen Best Practice ist, was andere Leute so machen. Und das habe ich mal kombiniert. Und das schmeiße ich immer mit dazu, in der Hoffnung, dass das irgendwas Sinnvolles bringt. Also sowas wie hier fehlende Finger oder schlecht gezeichnet, kaputte Arme, Beine, sonst irgendwas. Das kriege ich damit zum Teil rausgefiltert, dass das Netz das nicht generiert. Das ist also mein mehr oder weniger statischer Negativprompt, den ich bei vielen Sachen einfach so reinschmeiße. Dann habe ich einen Basisprompt für das, was ich haben möchte. Ich lege erstmal meinen Stil fest. Also ich möchte das Ganze fotorealistisch haben, jedenfalls häufig. Ich kann auch sagen, irgendwie Comic oder Illustration oder irgendwas anderes. Und dann kommen hier noch ein paar weitere Parameter, die den groben Stil von allem festlegen. Also ich möchte hier Haut haben, die einen hohen Detailgrad hat, damit das nicht so maskenhaft aussieht. Denn 8K UHD wird natürlich nicht als solches generiert. Aber Bilder, die in dem Trainingssatz drin sind, sind eventuell als 8K UHD oder DSLR, das ist irgendwie so ein Kamerazeugs, markiert. Von daher weiß das Netz dann eher, wie so die allgemeine Stimmung sein soll. Genauso wie Soft Lightning, High Quality, Film Grain. Ja, also das legt so ein bisschen die Art und Weise, wie sowas generiert wird, fest. Dann füge ich an, nach dem Komma, was hier ist, was ich eigentlich wirklich drin haben möchte. Also ich möchte einen knuddeligen Pinguin, der Yoga macht und dann nochmal ein bisschen anders. Also ich wiederhole teilweise auch diese Beschreibung ein bisschen anders. Das kommt mir so vor, als ob die dann eine höhere Wertung haben, wenn sie häufiger vorkommen oder wenn ich Dinge hin und wieder so ein bisschen anders beschreibe. Dann gibt es die Möglichkeit, hier zu sagen, in doppelten Klammern, dass das eine höhere Gewichtung haben soll, dass es wahrscheinlich eher in dem Bild drin vorkommt, was generiert wird. Oder eine andere Schreibweise ist das hier. Da kann ich dann auch angeben, wie hoch das priorisiert werden soll. Alles, was über 1 ist, ist wahrscheinlicher. Und das, was unter 1 ist, ist unwahrscheinlicher. Damit kann ich das so ein bisschen steuern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt so ein Prompt-Ingenieur bin oder so ein Magier der Textbeschreibung. Aber ich komme üblicherweise zu einem Ergebnis, was mir gefällt und was nicht so komplett mistig aussieht. Also von daher so eine grobe Art und Weise habe ich da gefunden, wie ich das mache. Also auch so ein grobes Gefühl, wie man das machen soll. Das ist ja keine exakte Wissenschaft. Was ich mache, ist verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten zu wählen. Diese Prompts werden immer in Englisch beschrieben und es gibt zum Teil wirklich Unterschiede zwischen dem britischen Englisch und dem amerikanischen Englisch. Also für ein und dasselbe haben die unterschiedliche Begriffe. Von daher gucke ich auch diese Begriffe nach und verwende auch beide. Denn ich weiß ja nicht, ob der Ersteller oder derjenige, der diesen Trainingsdatensatz mit Stichworten versehen hat, eher das amerikanische oder das britische Englisch nimmt. Man weiß es nicht. Also von daher nehme ich einfach beide Varianten, wenn ich es irgendwie kenne. Beziehungsweise ich frage natürlich hier sowas wie Leo, das ist so ein Online-Wörterbuch. Da steht es üblicherweise mit dabei, ob es amerikanisch oder britisches Englisch ist. Oder wenn ich ganze Sätze übersetzen möchte, dann nehme ich dafür DeepL. Bei der Auflistung von einzelnen Eigenschaften kommt es mir auch so vor, dass die wichtigen eher vorne stehen sollten und die unwichtigen eher am Ende der Liste. Aber es ist mehr oder weniger so ein Gefühl. Und es gibt auch stärkere Stichworte, die in mehr Bildern wahrscheinlich im Trainingsdatensatz so getaggt sind. Und also das ist alles nicht hundertprozentig
fest. Also das kann man auch nicht vorher sagen. Das ist, macht aber auch einen gewissen Reiz aus. Man weiß vorher nicht, was man kriegt. Und mit Anpassung von diesen Stichworten kriegt man vielleicht irgendwann das raus, was man sich so ungefähr vorgestellt hat. Oder man lässt sich einfach überraschen und hat dann hinterher ein Bild, was irgendwie toll ist, was super dazu passt, was aber komplett anders ist, als man das so vor im Kopf gehabt hat. Also es ist durchaus interessant, was manchmal da rausfällt. Die Prioritäten, die hatten wir ja schon. Also hier nochmal aufgeschrieben, wie das ist, mit Kommazahl oder in den Doppelklammern. Und was ich auch mache, ich sehe meine Bilder so ein bisschen so wie so eine Szene, also wie ein Bühnenbildner vielleicht eine Bühne aufbauen würde. Was setze ich als Objekt rein? Ich möchte einen Baum haben, ich möchte einen Busch haben, ich möchte einen Tisch haben und ich möchte einen Pinguin haben oder so irgendwas. Also ich habe so einzelne Stichworte, die ich dort aneinanderreihe und beschreibe, was drin vorkommen soll. Ja, also das klappt häufig sehr, sehr gut. Könnt ihr auch mal probieren. Ja, jetzt geht's um ein Fotoalbum der sehr weitläufigen Familie Tux. Also es geht um Pinguinbilder. Pinguine sind knuddelig und eigentlich mag jeder irgendwie Pinguine. Da habe ich mal relativ viele generiert. Ich habe natürlich auch wieder welche weggeschmissen. Dieses Mal zeige ich euch eher so die guten Bilder, die hässlichen, ja, ignoriere ich mal, die habe ich schon mal ein bisschen voraussortiert. Sind auch noch ein paar drin, wo nicht hundertprozentig alles richtig gelaufen ist. Aber diesmal soll es eher so ein bisschen um die schönen Bilder gehen. Ich habe die in 1920 mal 1080, also Full HD generiert und in 28 Schritten jedes Bild. Also das fängt an mit Zufallswerten, also mehr oder weniger so ein Nebelbild und dann kristallisieren sich immer weiter die Details raus bei jedem Schritt. Und 28 habe ich dann mal gewählt. Das gibt ganz gute Ergebnisse, dauert natürlich länger, als wenn man bloß 5 macht. Bei 5 hat man immer noch irgendwelchen Matsch im Nebel ungefähr. Ab 20 ist es schon so ganz okay und 28 in dem Fall sieht schon ganz gut aus. Ich habe für diese ganzen Bilder ein Kombinationsnetz gemacht. Man kann diese Netze auch mischen. Ich habe einmal dieses Better Than Words 3.0 genommen und habe das mit JPMix Realistic X11 Version 11 Pen Ultimate Detail, toller Name, zusammen gemischt direkt über diese Oberfläche Stable Diffusion Web UI. Ihr könnt diese Netze auch runterladen, indem ihr auf die Links drauf geht, ist in der Folie verlinkt, die Folien sind verlinkt unten in der Videobeschreibung. Und wichtig dabei ist, dass ihr das Ganze als Checkpoint-Datei, also als CKPT, abspeichert, ansonsten stürzt die Oberfläche ab. Und damit ihr diese selbst zusammengemischten Netze auch verwenden könnt, braucht ihr diesen bereits erwähnten Parameter hier, den hier ansonsten sagt Stable Diffusion Web UI, nö. Was ich nicht gemacht habe, ist, diese Bilder nachzubearbeiten. Die sind genauso, wie sie rausgekommen sind. Man könnte die jetzt natürlich noch verbessern, indem man mit InPainting weitere Objekte einfügt in ein bereits vorhandenes Bild. Damit kann man so ein Bild Stück für Stück aufbauen und kann einzelne Details ändern und dann lassen sich einige Dinge einfacher umsetzen, indem man wirklich Positionen vorgibt und so weiter und so fort. Was ich auch nicht gemacht habe, ist wegretuschieren. Das habe ich mal im anderen Video gezeigt. Da gibt es auch durchaus interessante Dinge, auch KI-basiert, sodass man Dinge mit so einem magischen Radierer wegradieren kann und dann werden die Teile, die sich hinter dem Objekt befinden, dazu gedichtet. Und das funktioniert schon relativ gut. Das geht über IO Paint. Ja, und was man natürlich auch mal machen kann, man kann einen Ausschnitt wählen. Also ich nehme bloß einen Teil von einem größeren Bild, wo es in Ordnung ist, und das, wo es kaputt ist, das zeige ich nicht. Das mache ich aber diesmal nicht. Also das ist wirklich so, wie ich es generiert habe. Dann blättern wir uns mal durch die bildgewaltigen generierten Landschaften und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Vielleicht fällt euch so ein bisschen auf, dass die Spiegelung der Häuser im Wasser nicht so hundertprozentig hinkommt. Ja, aber schon relativ gut ist. Also man muss wirklich nach Details suchen, die nicht so ganz hinkommen.
Und wir haben natürlich auch so ein bisschen Matsch da in den entfernteren Häusern. Das sieht irgendwie kaputt aus, genauso wie dieses vielleicht als Vogel gemeinte Matsch-Dingsbums direkt da in dem See. Aber insgesamt macht es doch einen ganz guten Eindruck. Und so ein bisschen mit Retuschieren würde man das auch ganz gut hinkriegen, denke ich mal. Und die Berge im Hintergrund sind schon irgendwie beeindruckend. Oder hier nochmal ein bisschen was anderes. Idyllisches Dorf am Bach. Jo, sieht auch ganz nett aus. Ja, da sind wieder so ein paar verunglückte Wasservögel vielleicht im Wasser. Ja. Aber insgesamt sieht es, finde ich, ganz gut stimmig aus. Aber so ein paar Details müsste man eventuell nochmal per Hand nachbearbeiten. Aber ja, ne? Also hat schon was. Pinguine machen natürlich nicht bloß Urlaub in Österreich, sondern die machen natürlich auch Fotos von sich selbst. Und ja, irgendwo, wo es so Palmen gibt, am besten so ein All-Inclusive ja, mit Essen. Also zum Beispiel so Fisch plus andere Meeres. Tiere, sowas mögen die sehr gut. Und wenn die Sonnenliege nicht weiß, wo sie aufhören soll, sondern genau am Pinguinflügel, ist so ein Pinguin üblicherweise auch nicht so drauf, dass er das denn reklamiert. Also das nimmt er einfach so hin, solange das mit dem fischartigen Zeug hinkommt. Ja, also dort machen Pinguine auch sehr gerne Urlaub oder so. Und die machen sehr gerne Bilder von sich und ihren Verwandten, nicht? Und Obst darf natürlich auch nicht fehlen, aber so ein Poolurlaub, das hat schon was. So ist natürlich noch viel besser. Pool, Cocktail, Obst, fischartiges Zeugs. Was kann es Besseres geben? Vielleicht, ja, so einen anderen Fuß, der sieht ein bisschen komisch aus, aber insgesamt alles ist super. Oder Essen zum Reinknien oder Reinsetzen. Lachs, einfach lecker. Endlich mal genug. So soll's sein. Getränke dürfen auch nicht fehlen. Endlich mal alles all you can eat, all you can drink. Mal wirklich ernst genommen. Kreative Gestaltung gehört natürlich auch beim Essen immer mit dazu. Warum nicht mal mit Kürbis oder Kürbis, Orange kombinieren? Immer wieder lecker.
Ball spielen, das ist natürlich auch was Feines. Oder jedenfalls zum Zugucken oder zum Nicht-Zugucken. Feine Sache das Ganze. Ne? Und Essen, Trinken ist ein wichtiges Thema für diese Pinguine. Darum immer sehr gerne Bilder von Pinguinen plus Essen. Wenn die Pinguine genug Strandurlaub genossen haben, dann möchten die vielleicht auch mal was anderes, so was Gruseligeres. Da haben die auch so richtig Bock drauf. So eine Art Geisterhaus besuchen die auch ganz gerne und schlüpfen auch in so Gruselrollen. Das ist total deren Ding. Oder auch so. Oder mal klassisch als Gespenst mit Füßen, die irgendwo sind, wo sie nicht hingehören. Oder auch mal im Zug, Stichwort Geisterbahn. Das kam übrigens immer nicht so gut raus. Damit konnten die Netze irgendwie nicht umgehen. Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert mit amerikanischem und britischem Englisch. Also das gab immer irgendwelchen Quatsch. Natürlich darf auch die sportliche Aktivität nicht zu kurz kommen, zum Beispiel Trampolinspringen, auch immer wieder sehr beliebt. Pinguine mögen auch Freizeitparks, sowas wie Holzachterbahn im Piratenlook. Hat nicht so funktioniert. Also Achterbahn und so Vergnügungsparks, das ist das Schwierigste, was irgendwie diese Netzwerke irgendwie zu bewältigen haben. Das funktioniert irgendwie nie. Ja, und das hier sind wirklich die besten. Also die anderen Bilder sahen nochmal deutlich schlechter aus. Aber guckt selbst. Ja, Dinge, die man auch machen kann, ne? Also mal so ein bisschen Sightseeing machen mit Koffer an verschiedenen Orten, zum Beispiel am Strand, warum nicht, wenn man gerade frisch eingetroffen ist, entweder selbst geschwommen ist oder mit dem Boot abgesetzt wurde, ne? Was Pinguine so machen. Die warten vielleicht jetzt auf die weitere Mitfahrgelegenheit zum, keine Ahnung, Bungee-Jumping oder zum Trampolinspringen oder zum Cocktailschlürfen. Rucksäcke sind natürlich auch eine tolle Sache. Das Problem bei den Dingern ist, die schweben mehr oder weniger am Rücken. Also diese Halteriemen, die fehlen fast auf jedem Bild. Beziehungsweise wenn sie da sind, gehen die nicht richtig um die Flügel rum. Also die würden, wenn so ein Pinguin überhaupt einen Rucksack tragen würde, niemals halten. Also das klappt eigentlich nie. Ein schwieriges Motiv.
Oder wenn der Pinguin großen Hunger hat, dann verspeist auch Dinge, die nicht zum Essen gut sind, und das Preisschild hängt nochmal raus. Hier ist eines der wenigen Bilder, wo diese Halteriemen da sind, aber die verschwinden irgendwie so in dem Gefieder. Sehr realitätsnah. Hüte dürfen natürlich auch nicht fehlen, kleiden jeden Pinguin, gerade im Urlaub. Oder warten auf den nächsten Bus. Oder wenn es ganz schlecht läuft, dann kommt sowas dabei raus. Ineinander übergehende Bildbestandteile, die wirklich nicht zusammengehören, aber das ist sehr, sehr selten geworden. Also das war früher bei den anderen früheren Stable Diffusion Modellen deutlich häufiger, dass solche Sachen passiert sind. Das ist sehr, also wirklich sehr, sehr selten geworden. Also es hat sich eine Menge getan. Oder, was auch interessant ist, mal ein Museum besuchen, zum Beispiel ein Naturkundemuseum. Hier geht es denn um Mammuts und ja, irgendwie so. Ja, oder Elefanten, die, ja. Ja, ist an einigen Stellen ein bisschen kaputt. Aber wenn man nicht so genau hinguckt, passt das schon. Oder Pinguin mit Pinguin-Vorfahr. Das ist so der Höhlenpinguin hier mal als Modell. Und da macht so ein Pinguin natürlich gerne ein Foto von sich, beziehungsweise lässt eins machen fürs Familienalbum. Oder einfach mal so rumstehen und Bilder gucken. Auch immer schön. Oder im Steinzeitdorf mal gucken, was so die Urpinguine so gemacht haben, wie so die Behausung war. So ein bisschen Reenactment mit Pinguin. Oder ja, manchmal fehlt auch was. Oder in vielleicht so einem Park, wo es um Filme geht, da schlüpfen die Pinguine auch gerne mal so in Rollen und lassen sich auch gerne mal mit mehr oder weniger bekannten Personen der Filmgeschichte ablichten. Ja, was Pinguine natürlich auch gerne macht, die reisen auch und machen gerne Fotos von sich. Und das kann dann so aussehen. Oder auch so, wenn Motive so ein bisschen falsch angeordnet werden, dann ist so ein Pinguin auch mal so ein bisschen golden. Oder mit Hüten. Oder Kerzen dürfen natürlich auch nicht fehlen für eine stimmungsvolle Beleuchtung in so einer Pyramide, so einem ägyptischen Tempel. Also macht schon Stimmung. Manchmal fehlen die Pinguine auch, die haben aber ihre Hüte vergessen und machen trotzdem Bild davon. Kommt auch vor.
Ja, also stimmungsvoll dekoriert, warum nicht? Oder auch mal mit schwebenden Dingen verkleidet als böser Pinguin, Priester, irgendwie so, mit Hut allerdings. Oder auch mal als Pinguin Kanope, vielleicht irgendwie so. Aber wirklich heimisch sind Pinguine dort, wo es kalt ist. Da machen die auch gerne Gruppenbilder und das sieht dann so aus. Und wenn so ein Familienalbum fertig ist, dann machen Pinguine davon auch noch mal ein Foto, dieses Mal im neuen Hochkantformat. Die aktuelle Technik geht an den Pinguinen ja auch nicht vorbei und deswegen fotografieren die teilweise auch so. Oder einfach mal ein bisschen lesen und die Beine lang machen. Ja, oder wenn eine Nase und Mund an der Stelle ist, wo es nicht hin soll, dann sieht es auch so aus. Das kommt aber auch nicht mehr so häufig vor. Das war früher auch deutlich schlechter. Oder Dinge, die man aus Filmen vielleicht kennt. Also, vielleicht kommt ja drauf, was es sein soll. Und dass man die Gesichter so deutlich sieht, die sehen zwar nicht gut aus, das ist das Netz, was versucht, Gesichter wiederherzustellen aus unklaren Formen und so weiter. Ja, in dem Fall ein bisschen überschärft, müsste man ein bisschen nachbearbeiten, wenn man es denn komplett verwenden wollte. Spaß haben Pinguine natürlich auch daran, in weitere Rollen zu schlüpfen, zum Beispiel mal so Western-Setting. Wer wollte nicht schon mal Sheriff werden? Also Pinguine schon anscheinend. Was nicht so häufig funktioniert hat, sind Pferde. Eigentlich sollten die anderen Sheriffs auch schon Pferde haben, aber irgendwie scheint Pferd mit Pinguinen gepaart eher nicht so ein häufiges Motiv zu sein. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, das ist eins von den schwierigen Motiven, wo ja das Pferd häufig ignoriert wird. Also ja, klappt nur manchmal. Dann komplett anderes Zeitalter, anderer Ort. Ritter sind ja auch immer toll, ne? Kann man sich auch immer super verkleiden? Ja, machen Pinguine natürlich auch gern.
oder den Pinguin, den wir ja schon gesehen haben. Oder ich weiß nicht, ob exakt den. Ich glaube, das ist der, den ich auch in der Folie drin hatte. Als schmückendes Beiwerk sind die natürlich auch immer toll und das passt irgendwie, ne? Also zum Thema damals. Wieder was, wo es ein bisschen schief gelaufen ist. Also dieser Torbogen hatte schon so einen pinguinförmigen Körper und da gehört natürlich ein Kopf drauf. Ja, also diese Netze arbeiten ja mit Ähnlichkeiten, mit Wahrscheinlichkeiten und so werden die einzelnen Bildbestandteile generiert, zusammengesetzt nach Wahrscheinlichkeit und dann gibt es auch manchmal solche Fehler. Und sowas kommt denn dabei raus. Eigentlich sollten das jetzt Pinguine sein, die im Dschungel eine Expedition machen und sich dort die Tier- und Pflanzenwelt angucken. Und da haben wir jetzt häufig eine Verschmelzung von Pinguinen mit den anderen Tieren. Also die wurden nicht einzeln dort abgebildet, sondern miteinander verschmolzen. Das hat nicht so wirklich geklappt. Also da kommt dieser Pingu-Kahn raus. Oder mal hier mit Hut ohne weitere Tiere. Grüner Hut passt ja zum Dschungel, ist auch grün, passt schon. Auch ein interessantes Tier. Und noch eins. Ja. Natürlich wieder ein Urlaubsfoto, macht man natürlich. Oder falls sich das Netz nicht entscheiden kann, ob das ein Schnabel werden soll, ob da vielleicht noch was dran gehört oder ob das vielleicht bloß ein Blatt ist oder ein Stück Obst, was vom Baum fällt, dann passiert mal sowas. Ja, hier fehlt wieder was, aber fällt auch gar nicht so auf. Dann braucht so ein Pinguin natürlich auch noch ein bisschen Entspannung und was liegt da näher als Yoga zu machen? Da gibt es natürlich auch verschiedene Posen, die man dort einnimmt, wie auch immer die jetzt gerade heißt, aber es gibt verschiedene. Ja, oder so. Oder einfach rumstehen. Und wieder sowas. Und als Motivation sind Fische immer super. Also egal in jeder Lebenslage, Fisch ist immer gut. Es gibt auch weitere schöne Landschaften, wie sowas hier, kann man super Urlaub machen oder auf jeden Fall ein Bild davon.
Jahrmärkte sind natürlich auch wiederum was, wo ein Pinguin unbedingt hin möchte. Die sind ja sehr gesellige Vögel. Also von daher machen sie auch gerne mal so einen Gruppenausflug und drehen eine Runde im Kettenkarussell. Oder im anderen Karussell oder davor. Oder im schwebenden Kettendingsbums. Oder die stehen einfach so ein bisschen rum, in, wie man hier auf jeden Fall sieht, Neuseeland. Sportliche Aktivitäten gibt es natürlich viele, zum Beispiel hier ja, Paragliding mit mehr oder weniger Erfolg. Eher weniger Erfolg, das ist wirklich ein schwieriges Motiv, da habe ich sehr viel aussortiert und was übrig geblieben ist, seht ihr jetzt. Was natürlich deutlich einfacher geht, weil das ist ja total natürlich. Die machen gerne Urlaub am Meer und die schwimmen nicht nur gern, sondern die verwenden auch gerne Surfbretter, wenn die Wellen so sind, dass man das unbedingt machen muss. Zum Beispiel so hier oder so, ja, oder auch mal zu zweit, geht natürlich auch. Ja, wieder zurück am Strand, dieses Mal wieder in den tropischeren Gefilden mit ja, Getränken natürlich.
Wasserparks sind natürlich auch toll, da sind die Pinguine ja in ihrem Element, zum Beispiel eine Wasserrutsche, auch immer wieder sehr gern genommen. Das war es dann auch mit dem Einblick in das Familienalbum der sehr weitläufigen Tux-Familie, was die alles so im Urlaub und sonst wie machen. Ja, wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, habt ihr jetzt 1173 generierte Bilder angeguckt. Das ist doch mal eine Leistung. Kann man einfach mal abhaken und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt gesehen, was im Moment so im Jetzt gerade möglich ist. Es wird immer wieder besser und so weiter. Aber was jetzt gerade so allgemein verfügbar ist, was man damit machen kann, habt vielleicht ein bisschen gestaunt darüber, was so geht auf handelsübliche Hardware bei euch zu Hause, ohne dass ihr irgendwo was mieten müsst oder Cloud-Dienste habt oder was weiß ich. Ja, also macht es gerne nach, experimentiert damit mal rum oder lasst es auch bleiben. Ansonsten natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.